Heute ist es heißer als in der Hölle. Ha! Was sie nicht sagt. Servus zusammen, ich grüße euch zu einer weiteren Folge The Division. Wir sind wieder unterwegs und zwar auf der Fahndung nach, beziehungsweise auf der Suche nach Agent Kelso. Und wir müssen mal schauen, was wir als nächstes zu tun haben, nämlich einen Kopfgeldeinsatz. Diedeldum, diedeldei. So. Zorn des Schmieds. Ach, die zwei wollen es wissen. Two Bridges, natürlich Ziele in der Nähe lokalisiert. Sehr schön, sehr schön. Kopfgeldeinsatz aktivieren, natürlich. Wo müssen wir denn hin? Wo müssen wir denn hin? Okay, ganz in der Nähe, so wie es aussieht. Sehr schön. Dann wollen wir mal los. Los geht's. Stopp, diese Richtung. So, altbewährtes Muster auf jeden Fall. Und zwar immer einen Kontrollpunkt und dann eine Fahndung. Beziehungsweise ein Kopfgeld. Das Ziel befindet sich in Ihrer Nähe, Agent. Ja, die gute Frage ist, müssen wir nach unten? Nee, eigentlich nicht. So, da tut sich wieder was. Kleines Geplänkel zwischendurch. Okay, da springt noch einer rum. So, dann gehe ich mal davon aus, dass wir hier rein müssen, dass es hier Action gibt. Action? Ja, da sieht es doch so aus. Ja, gehen wir mal nach oben. Oh, nee, da müssen wir noch weiter. Das ist der nächste. Okay. Ja, dann werden wir mal langsam uns hier vorarbeiten, weil nicht, dass wir ruckzuck wieder hier in Schwierigkeiten kommen. Okay. Aha, aha. Dadurch. Dadurch, irgendwo habe ich was gesehen. Ha. Okay. Ah, ist es da oben auf dem Dach oder was ist da los? Ja, da geht es nicht weiter, ne? Das muss auf der anderen Seite sein. Und dann geht es hier durch. Okay. Hier geht es nicht weiter. Geht es hier weiter? Okay, ich bin gerade ein bisschen irritiert, weil ich hätte jetzt gesagt, theoretisch hätte es hier weitergehen müssen. Ja, hier geht es auch nicht weiter. Dann geht es hier runter. Ja, da haben wir aber auch nichts gewonnen, ne? So, dann müssen wir wohl doch hier rum. Hm. Jetzt sind wir wieder außerhalb. Ist doch anscheinend noch ein ganz schönes. Jetzt aber denke ich, wird es langsam heiß, oder? Ach, okay, okay. Jetzt kommt mir das Ganze doch irgendwie bekannt vor. Und jetzt wird da auch ein Schuh draus. Sehr schön. Wollen wir die mal ein bisschen begrüßen? Ach, wir kriegen das nicht gewuppt. Müssen wir näher ran? So, Dille. Ach, jetzt hat er wieder so ein Schild aufgebaut.
Das ist aber blöde. Ach, und da ist noch so einer. So, was haben wir denn da hinten? Da hinten rechts war doch auch irgendwas. Hätte man schneller wechseln müssen. Soweit, so gut. Aha, jetzt ist er da. Okay. Okay, okay, okay. Die Frage ist, kommen wir hier außenrum zu ihm? Durch die Hütte hier zum Beispiel? Sieht so aus, als wenn da was wäre. Okay, auf jeden Fall irgendwo hier durch gibt es nichts. Keine Türe oder irgendwas? Nein. Ja, und dann sind wir hier wieder außerhalb. Das passt mir jetzt gar nicht. Wir machen jetzt nur Stress. Weil wir müssen nämlich da lang. So, weitläufiges Gelände wieder mal. Folgen die mir oder was? Ja, kümmert euch um euch selbst. Ups, 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 da sind sie. Ja, da müssen wir uns in eine bessere Position bringen. Das ist nicht gut. So, ich hoffe, ich versuche keiner zu umgehen. Das wäre natürlich hässlichst. Ja, bei den Kollegen mit den Schildern hilft halt die Drohne auch sehr, sehr gut. Ist da sehr, sehr nützlich. So, hier kann man auch noch ein bisschen was einsammeln. Ja, wir müssen dahin. Okay, da sind die anderen Kollegen. Ja, da kommt was, da kommt was. Ja, da baut schon wieder einer ein Schild auf. Hm, ich mag sie nicht, ich mag sie nicht. Okay. Ja, komm, du hast ihn, du hast ihn. Ist gut so. So, wo müssen wir rein? Ach, jetzt müssen wir wieder in die Richtung, oder wie, oder wer, oder was? Nee, nee, hä? Augenblick, Augenblick. Da müssen wir lang. Also, früher oder später brauchen wir dringend mal eine Stadtkarte. So, hier beim Pool, da gibt es ein bisschen Wasser. Sword und Anvil, okay. Ups, da kommen die Kollegen raus. Ja, erstmal ein kleines Begrüßungsfeuerwerk. Oh, jetzt fehlt mir meine Drohne.
So, er hier will irgendwas Böses. Ja, dann kümmere dich jetzt mal um... Ah, da kommen irgendwelche Verbündeten von der Seite. Wenn du das sagst. Wenn nicht du, wer dann? Oh, da kommen noch mehr. Ich wusste es, dass das kein ruhiger Nachmittag wird. Das wird kein ruhiger Nachmittag. Wie soll ich von hier etwas treffen? Ja, das ist allerdings richtig, also, ne? Also ohne die Drohne wäre schon ein bisschen aufgeschmissen, ne? Ich weiß schon, warum ich auf meine Fertigkeiten setze. So, da ist noch einer. Der Stress mit meinen Kollegen sucht. So, jetzt müssen wir wieder in diese Richtung. Sodele, wo gibt's denn noch? Da haben wir noch ein paar. Okay, okay. Munition und Raketen, Handgranaten. Was war da? Was war da? Was war da? Sehr schön. Augenblick mal. Ja, da. So, man sollte immer mit einem Vollmagazin in den Kampf ziehen. So, die Drohne mal wieder in den Cooldown. Und dann werden wir uns mal dem Kollegen hier, den beiden Kollegen doch hoffentlich nähern. Sind die da oben? Die sind da weiter oben. Können wir von da oben was wuppen? Okay. Hier. Können wir da was... Oh. Auf jeden Fall nehmen wir mal ein bisschen was mit, ne? Die SIG. Okay. Oder eine SIG. So, jetzt schauen wir mal. Können wir von hier was sehen? Ah ja, okay. Oder bringt es was, wenn wir hier rumgehen? Ne, da geht nichts, oder? Können wir da irgendwie rum? Nein, da können wir nicht rum. Okay. Gibt es da oben was? Aha. Oho. Ah, ja, da geht's runter. Und da hat's noch... Oh, da hat's zwei Waffenkisten. Naja, okay. Maschinenpistole ist jetzt nicht so mein Ding. Okay. So, jetzt werden wir uns aber mal ein bisschen hier mit den beiden unterhalten. Ah, oh, 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 oh. Da geht's ja schon ab. Oh ja, das ist denkbar ungeeignet. Mal schauen, was es da oben gibt. Das hat ja einen Grund wohl, warum sie eine Leiter hat. Aha, okay. Können wir hier rumlaufen? Hier rumlaufen, Löffelstiel, aber das bringt uns nichts. Oder? Oder? Agent braucht Verstärkung. Da wird auch geballert, aber da müssen wir nicht hin. Wir müssen in die Richtung. Das war schon okay soweit. Ah, ja. Das war schon soweit okay. Also da müssen wir hin. Da ist die Action.
Oh ja. Da kommen sie jetzt raus. Oh, Shady Benson, aber mit dem haben wir doch jetzt nichts am Hut, oder? Der gehört doch jetzt nicht zu der Geschichte hier. Aber wir nehmen ihn mal mit, weil es gibt ein paar Gummipunkte extra, so wie es aussieht. Ah ja, da wird geschossen, da kommt auch irgendwas von links noch. Ich denke, da werden wir wohl nicht darum herumkommen, uns mal langsam einzumischen. Es wird dunkel. Und wir müssen auch ein bisschen auf die Zeit achten, denn nach 9 Stunden müssen wir Feierabend machen. Ach, da hinten ist Action. Ihr wisst ja, Pausenregelung und so weiter. Aha. Das ist eine gute Frage. Wo will ich eigentlich hin? Weil da werden die... Ah, ich wusste es. Ich bin jetzt mittendrin. Weg. Okay. Ja. Okay, der ist weg. Oh, es sieht so aus, als würden sie da jetzt kommen. Da würde ich doch vorschlagen, dass wir uns eine bessere Position suchen. Vielleicht hier oben. Ah, ja. Oh ja. Oh ja, vielleicht doch nicht. Also irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass ich hier gut... So, jetzt aber. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich hier eine gute Position habe. So, wer ist denn jetzt wer von euch beiden? Wer ist denn hier wer? Ah, oh, 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 deswegen. Ich denke doch die ganze Zeit, wer ballert denn da? Haben Sie sich ein weiteres Kopfgeld verdient. Gut gemacht. Ja, das sehe ich doch ähnlich. Gut gemacht, hervorragend, sehr schön. Also, da sind wir jetzt bei 33% und natürlich haben wir als nächstes jetzt wieder einen Kontrollpunkt zu befreien. Aber zuvor schauen wir mal, was es wieder Leckeres gibt. Was haben wir uns verdient? Das haben wir uns verdient. So, einmal und zweimal. Huch, hängen geblieben.
So, da war genügend Material dabei, das uns ein bisschen aufpäppeln kann. Und im Zweifel wird es halt zerlegt. So, wunderbar. Ich würde sagen, an der Stelle wieder mal recht herzlichen Dank fürs Zusehen. Und das soll es wieder gewesen sein für The Division 2, die Fahndung, der nächste Teil. Und zwar von Auf der Suche nach Agent Kelso. Wir sehen uns demnächst, wenn es wieder weitergeht. Und zwar mit dem nächsten Kontrollpunkt. Ich sage tschüss, ciao, cheerio. Bis zum nächsten Mal.